Hallo, liebe Deutschlernende! Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das in einem gewissen Sinne sehr egoistisch ist. Ja, der Grund, warum ich dieses Video mache, ist vielleicht ein bisschen egoistisch, denn ich suche zurzeit nach meiner zukünftigen Frau. Und ich habe mir gedacht, also einmal möchte ich darüber mit dir sprechen, weil ich gerne teile, was gerade in meinem Leben passiert und weil ich auch gerne Tipps mit dir teile. Ich teile gerne Einsichten mit dir, die ich habe. Und der dritte Grund, warum ich dieses Video mache, ist, dass vielleicht es passieren kann, dass meine zukünftige Frau dieses Video sieht und mich dann deswegen anschreibt und ich sie so finde. Ja. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich bin offen für diese Möglichkeit, ja, aber ich möchte dieses Video auch machen, um zu sagen, hey, ich bin Single, ich bin in meinen späten 20er Jahren, ich bin 28 und ich suche nach einer Frau, die auch ungefähr in diesem Alter ist, vielleicht sogar jünger und die auch sehr ambitioniert ist und die auch gerne durch die Welt reist und die große Ziele hat und die auch dann glaubt, dass eine Partnerschaft so sein sollte, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig hilft, eine bessere Version seiner selbst zu werden. Okay, nur dass da das gesagt ist, hier sind ein paar Themen, ein paar Punkte, die ich mit dir durchgehen möchte in diesem Video. Also das Thema des Videos ist Dating. Und ich bin auch sehr daran interessiert, was deine Meinung über dieses Thema ist. Ja? Also, da gibt es einmal, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man seinen Partner finden kann. Ja? Online und offline. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut lesen könnt hier. Ja? Es ist das erste Mal, dass ich ein Whiteboard ausprobiere mit dem Video. Ja? Sagt mir Bescheid, ob ihr das auch in Zukunft haben wollt. Ja, soll ich auch in Zukunft ein Whiteboard benutzen oder nicht? Ja? Also ich suche hauptsächlich online, weil ich dadurch meine Chancen maximieren kann. Ja, ich kann sehr viele Frauen kennenlernen und offline ist natürlich auch gut. Ja, viele Leute meinen, ach, dieses ganze Online-Dating, das ist überhaupt nicht natürlich und man sollte lieber seinen Partner auf eine natürliche Art und Weise finden. Und das ist schön und gut, aber wenn man sehr speziell ist oder sehr spezielle Wünsche hat, dann ergibt es zumindest für mich mehr Sinn, online zu suchen und sehr viel online zu suchen, weil man dadurch schneller sehen kann, ob jemand geeignet ist oder nicht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine persönliche Präferenz. Aber für mich ist es so, ich sehe dadurch einfach viel schneller, ob jemand für mich geeignet ist. Ja? Ich lese mir das Profil durch und entweder denke ich, wow, ja, toll, die Frau möchte ich anschreiben. Oder ich lese das Profil und denke mir, das ist ja total langweilig, ja, da steht ja nichts wirklich Aufregendes drin. Naja, und deswegen suche ich online, aber ich bleibe natürlich offen dafür, dass es vielleicht auch offline passiert. Ja, ich lerne auch ab und zu neue Leute kennen, ja, neue Frauen, ja. Und übrigens ist auch noch so ein Ding, ne? Online versus offline, ja, was ist, wenn du bestimmte Dinge bevorzugst, die vielleicht nicht so häufig sind. Ich meine, Homosexualität ist jetzt, also es ist nicht sehr selten, ja,
Und es ist auch, wird auch immer mehr akzeptiert, aber zum Beispiel für homosexuelle Menschen, denke ich, macht Online-Dating sehr viel Sinn, weil wenn man nur so rausgeht und Leute trifft, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass zum Beispiel die Männer, die man trifft, dass sie heterosexuell sind. Ja. Deswegen ist es gut beim Online-Dating, weiß man gleich Bescheid, auf welche Art Menschen die Leute stehen. Ja. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man offen ist. Ja. Also das habe ich immer wieder gehört, ja, dass manche Leute haben sich gefunden, ja, und sind jetzt verheiratet, ja, und das war hauptsächlich, weil sie beide in einer Lebenssituation waren, wo man sehr offen ist, ja, sie waren beide sehr offen dafür, dass so etwas passiert, ja. Zwei Leute können total füreinander geeignet sein, aber wenn eine Person nicht offen ist, dann funktioniert das nicht. Und ich sehe das manchmal mit den Frauen, die ich anschreibe, wo ich mir denke, hey, da könnte etwas sein. Aber manche Leute schreiben auch direkt im Profil, oh, ich bin so frustriert mit dem Suchen und ich habe so wenig Zeit, auf Nachrichten zu antworten. Da denke ich mir, na okay, wenn man nicht offen genug ist, dass man wirklich viel Zeit investiert und dass man die Nachrichten liest und sagt, ja, okay, lass uns miteinander sprechen, lass uns skypen, lass uns dies, lass uns jenes, dann funktioniert das auch nicht. Also man braucht wirklich viel Offenheit. Ja, man sollte, also ich denke, es kann nur funktionieren, wenn man im Kopf hat, okay, das könnte es sein. Das könnte es fürs Leben sein. Und wenn man das nicht hat, wenn man denkt, ja, okay, die ist toll, ja, aber es gibt auch andere, ja, dann ist man nicht offen genug. Ja. Und ich denke, das merkt man sehr, sehr schnell. Ich denke, das merkt man sehr, sehr schnell. Insofern bin ich gespannt, was jetzt passiert mit meinem Experiment, ja, viele Leute anzuschreiben, ja, und versuchen, jemanden zu finden, der für mich geeignet ist. Ja. Ich hatte viele Frauen, die ich gedatet habe, und jetzt möchte ich, dass es wirklich das letzte Mal ist, dass ich wirklich meine zukünftige Frau finde. Ja. Ich bin auch gespannt, wie deine Geschichte ist. Schreib mir ruhig einen Kommentar. Und bitte, also ich möchte nicht so wirken, als wäre ich total der Experte. Ich bin kein Experte. Das sind nur meine bescheidenen Gedanken zu diesem Thema. Ich denke, eine dritte Meinung, die ich habe, ich denke, man sollte klare Kriterien haben. Ja? Man sollte genau wissen, was man will. Das ist genauso wie bei allen Dingen im Leben. Ja? Ich denke, wenn du Deutsch lernst, solltest du dies klar erkennen. Ich möchte Deutsch lernen. Und am besten auch noch, warum. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich nach Deutschland ziehen möchte. Weil ich nach Deutschland reisen möchte. Weil ich meine berufliche Situation verbessern möchte. Ja? Aber dieses klare Ziel. Ich möchte Deutsch lernen und ich möchte genau wissen, wie ich eine Rede halte auf Deutsch. Oder ich möchte genau wissen, wie ich mich mit jemandem unterhalte auf Deutsch. Oder ich möchte genau wissen, wie ich Texte auch ins Deutsche übersetzen kann. Ja, dieses klare Ziel, diese klaren Kriterien, denke ich, braucht man, um irgendetwas zu erreichen, egal was es ist. Ja. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mir klare Kriterien aufgeschrieben. Ich habe es am Anfang des Videos gesagt. Ja. Ich möchte eine Frau, die ambitioniert ist, die eine bestimmte Partnerschaftsphilosophie hat und so weiter. Ja. Das ist, denke ich, sehr wichtig, ja, dass man klare Kriterien hat. Und das fand ich ganz interessant. Die Idee fand ich ganz interessant, die ich mal gehört habe. Ja? Zukünftige Kinder haben Stimmrecht. Ja?
die zukünftigen Kinder haben Stimmrecht. Das finde ich eine sehr faszinierende Idee. Denn wenn man auf der Suche ist nach einem Lebenspartner und man möchte den ganzen Rest seines Lebens mit diesem Partner zusammen sein und man möchte Kinder mit diesem Partner haben, ja, das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Ernstes, etwas sehr Erwachsenes, ja, etwas, wo man sehr viel Reife braucht, ja, Kinder bekommen, ja. Das ist ein riesiger Schritt. Ja, man kreiert ein neues Leben. Ja, und deswegen finde ich das ist eine faszinierende Idee, dass wenn man einen Partner sucht, ja, dass man sich überlegt, okay, die Kinder, die ich in der Zukunft zeugen werde, die haben Stimmrecht. Ja, natürlich ist das nicht möglich, im wortwörtlichen Sinne. Ja, natürlich sind diese Kinder noch nicht geboren und wenn sie erwachsen sind, wenn sie klar darüber nachdenken können, dann ist es natürlich schon alles passiert. Aber man kann sich vorstellen, dass man in der Zukunft seinen Kindern Rechenschaft schuldig ist, dass man in der Zukunft seinen Kindern erklären muss, warum habe ich die Mutter gewählt, ja, oder den Vater. Ja. Ich möchte aus dieser Mentalität heraus operieren, was ich mir denke, ich möchte später vor meinen Kindern stehen können und sagen, ja, ich habe eine sehr gute Entscheidung getroffen, als ich eure Mutter gewählt habe. Ja, denn viele Leute, die denken nicht sehr langfristig und die denken erstmal nur, oh, sie sieht hübsch aus. Ja, sie sieht hübsch aus. Ja, toll, sieht sie hübsch aus oder wird sie eine gute Mutter sein? Und gerade für Männer oder für Leute wie mich, es ist die Versuchung, nach hübschen Frauen zu schauen und nicht danach zu schauen, wird diese Frau eine gute Mutter sein. Und deswegen denke ich, es ist eine gute Überlegung. Ja? Die zukünftigen Kinder haben Stimmrecht. Auch weil es so schade ist, ja, so viele Ehen enden in Entscheidungen, ja, und es gibt sehr viele Kinder, die nur von einem Elternteil großgezogen werden. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man im Vorhinein überlegt, wird mein Partner ein guter Elternteil sein, ja, möchte ich langfristig mit dieser Person Kinder großziehen. Ja. Ich denke, es ist eine große Tragödie, dass so viele Kinder ohne Vater aufwachsen, ohne Mutter. Ja, und deswegen ist es für beide Geschlechter wichtig, sich das ganz gründlich zu überlegen. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier aufs Whiteboard geschrieben habe, ist deine Meinung. Ja. Was ist deine Meinung über dieses Thema? Ich habe lange über Dating gesprochen und meine Meinung und jetzt bin ich interessiert, was deine Meinung ist. Ich weiß, meine Videos werden in letzter Zeit recht lang, deswegen besonders vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!